Ei. Wir haben ein Problem. Wir haben ein fucking Problem gegen das Ding gerade. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Reborn. Ja, es ist soweit. Den neunten Orden, den werden wir uns heute catchen. Ich habe mich darauf vorbereitet, denn ich kann euch das einmal ganz gut zeigen. Wir werden mit unserem Main-Team reingehen, weil das wollte ich jetzt einfach mal versuchen. Ihr habt alle auf 64 trainiert, weil 65 ist das Cap. Ne? Und ich weiß nicht, ob das schon im letzten Part passiert ist, aber auf jeden Fall, Gventura hat eine neue Attacke gelernt, und zwar Käfergebrumm. Ja, Käfergebrumm werden wir wahrscheinlich gebrauchen können. Ja, auf jeden Fall, denn Unlicht halt, wie gesagt, es wird knackig. Weil so viele Unlicht-Arenen gibt es nicht. Ich glaube, nur in Galar wurde Unlicht mal eingeführt. Ansonsten sieht das ein bisschen mies aus. So. Ja, also, wie gesagt, das Team steht. Das einzige Pokémon, was ich wirklich nicht gebrauchen kann in diesem Kampf, ist Kokowai. Leider Gottes. Kokowai wird in diesem Kampf untergehen, deswegen nehme ich ihn als Fodder mit, falls wir irgendwie rausswitchen müssen. So. Mein Team ist voll geheilt, glaube ich. Sollte. Ah ja, und Sumpex hat Hammerarm gelernt. Genau. Hammerarm könnte uns auch sehr nützlich werden, anstatt Steinhagel jetzt. Weil Steinhagel haben wir gar nicht mehr so oft benutzt, ne? Das haben wir eher dann mit Stalos. Hammerarm könnte jetzt wieder sehr, sehr von Vorteil sein. Ich hoffe, die sind alle soweit. Ja, die sind alle frei. Super. So, Sumpex. Ich werde mit Sumpex leaden, denn wir haben die Feldnote ja bekommen von diesen dunklen, von dieser dunklen Kristallkaverne. Und die kann man mit Earthquake neutralisieren. Das heißt, ihr Feldbonus ist weg. Na, nutzen wir ganz gerne aus. Wenn Sumpex. Ja, Sumpex sollte die erste Attacke überleben. So. Wir gehen hier ran. Puh, da steht sie, Luna. Einfach haben wir Heil-Items. Ich müsste welche geholt haben. Ja, haben wir. Gut, Luna. Erst gegangen, richtig? Ne? Okay, nun. Ein, zwei, zwei. Willkommen, Röhnchen. Einmal. Ich bin erfreut, dich hier zu sehen, dass du mich hier getroffen hast. Kinder und manche Erwachsene fürchten sich halt vor der Dunkelheit. Warum ist denn so? Ich wundere mich. Ja, sie sagt halt, Dunkelheit ist wunderschön. Und ich sehe jetzt gerade mal ein Mosaik hinter ihrem an der Wand. Nice. Gut, sie denkt halt, dass die Dunkelheit halt wunderschön ist und so. Also sie fühlt sich halt in der Dunkelheit wohl. Na, die Dunkelheit zieht halt das beste Potenzial aus einem raus. Ja. Alles klar, komm. Lass uns. Are you ready? Ja, natürlich, komm. Jetzt geht's los. Ein Absol. Lass mal kurz die Musik ein bisschen lauter machen. So. Ein Absol. Aha. Als Lied. White Rabbit. Netter Name für Absol. Level 60. Okay. Ja, gut. Wir bleiben bei unserem Plan und drücken hier den ersten Earthquake. Okay. Das Ding will spielen. Das muss ganz schnell sterben. Earthquake. Wie viel macht's?
raus. Oh. Okay. Ganz cool. Das Feld ist down, das erste Pokémon ist cool, weg. Läuft gut. Super Start. Hoffkrong. Oh, und jetzt bin ich gerade ein bisschen traurig, dass wir den Steinhagel nicht mehr haben. Warum kommt sie mit Kramchef rein? Warum Kramchef? Was kann Kramchef? Kramchef ist physisch offensiv. Flugattacken, Unlichtattacken. Was kann Kramchef? Kramchef kann viel. Kramchef ist eigentlich ein gefährliches Pokémon, aber... Gegen Sumpex. Wir switchen trotzdem raus. Kann Kramchef sowas wie Nahkampf? Ich glaube nicht. Wenn, Kramchef ist physisch offensiv und dafür haben wir Stalos. Bäm. Ende. Wurfbird. Okay, das resistieren wir. Und ja, gar kein Problem. Das war nämlich Sturzflug, ne? Wir gehen für ein... Sollen wir für ein Stealth-Rock gehen? Ich habe Angst, was das Ding kann. Wir gehen für ein Rockslide, komm. Night Slash. Oh, das denken wir super. Wir hätten für ein Stealth-Rock gehen können. Gut, weg. Tschüss. Gar kein Problem. Dark Dreamer. Luna Sand. Tyranitar. Oh mein Gott. Das ist Despotar. Tyranitar ist Despotar. Oh Gott, davor habe ich Angst gehabt, dass sie ein Despotar hat. Und vielleicht ein Trikefalo. Oh Mann. Okay. Wir switchen raus. Tyranitar. Begegnen wir wieder mit Sumpex. Oh ja. Nein, wir gehen sofort auf Sumpex raus, weil Sumpex kann den Hammerarm. Und das ist vierfach effektiv gegen das Ding. Von Despotar habe ich schon Respekt. Pass auf, Hammerarm. Es war kein Step, aber vierfach effektiv auf das. Okay, fast Kill, schade. Ah, okay, das Speed ist gefallen. Crunch, wie viel macht's? Wir könnten jetzt langsamer sein. Gefällt mir gar nicht. Deswegen switchen wir wieder raus. Weil Sumpex will ich nochmal kurz behalten, weil der Hammerarm könnte sehr nützlich werden. Was haben wir? Wir könnten auf Gventula raus, der resistiert den Crunch. Wir könnten auf Ninetales raus, resistiert auch den Crunch. Der dumme Ich, das sind Glaskanonen. Die haben nicht wirklich sonderlich viel Death. Oder Ninetales? Ich will Ninetales noch behalten, falls die wirklich ein Trikefalo hat, ne, ist das... Ich gehe auf Gventula raus. Denn wenn Gventula... Das sollte Gventula überleben. Danke. Das heißt, Gventula ist jetzt schneller und kann in der nächsten Runde den Klebenetz raushauen. Das ist definitiv möglich. Ich gehe einfach für Bugbuzz. Echo. Bugbuzz wird hier verstärkt. Oh mein Gott. Gehe ich gleich wirklich vom Klebenetz? Die hat noch drei Pokémon, ne? Das sieht wirklich sehr gut aus für uns gerade. Wie-File? Was ist Wie-File? Okay, die hat einen Sneeble. Pass auf. Sneeble ist richtig schnell. Sneeble ist richtig, richtig. Knave of Hearts. Oh, lol. Sneeble ist richtig, richtig, richtig schnell. Das heißt, das Ding outspeedet alles, was wir haben. Gventula wird jetzt sterben. Da wird kein Klebenetz mehr raus. Aber ich will, weil es... das ist kein Sneeble, das ist ein Sneebuna. Ja, gut, habe ich auch schon mal gemerkt. Ich will Stalos vorbereiten dafür, denn Stalos resistiert die Eisattacken von dem Ding. Er kann Power Punch. Alles klar. Und tötet nicht. Es tötet nicht. Gventula. Warum nicht? Gut, dann heilen wir Sumpex auch nochmal. Warum nicht? Die Chance haben wir jetzt. Das
noch ein Power Punch. Es bereitet sich auf irgendeinen Scheiß vor. Attack Rose. Oh, die will sich set upen. Gut, da müssen wir gleich einen Strich durch die Rechnung machen. Wir usen nochmal hier einen Trank auf Gwentula und versuchen jetzt gleich mal ein Dings rauszubekommen, ein Thunder Wave. Da kommt Power Punch. Ich will das Ding nicht noch mehr setupen lassen. Power Up Punch. Nee, das ist Steigerungshieb, ne? Oh mein Gott, Steigerungshieb. Gut. Du hast dich aufgepowert. Wir kommen mit Stalos rein. Und wir werden jetzt mal sehen. Du hast Steigerungshieb drauf. Eieieiei. Wir werden jetzt mal sehen, ob dein Angriff Stalos Verteidigung gewachsen ist. Wir drücken instant den Iron Tail. Night Slash. Na, Shamuma. Gut. Wir haben das Ding aufpowern lassen. War ein Fehler. Es war ein großer Fehler. Ich sehe jetzt nur eine Chance. Wir gehen auf den Top-Beleber. Wir haben ja einige gefunden. Und holen Gwentula wieder. Denn Gwentula muss das Ding paralysieren. Keine Chance sonst. Das ist jetzt auf plus 5, ne? Nummer fürs Protokoll. Okay, Gwentula, du musst einen Thunderwave rausbekommen. Ice Shard. Das war mir klar. Plus 5. Ei. Wir haben ein Problem. Wir haben ein fucking Problem gegen das Ding gerade. Ninetales? Regelst du das? Kannst du das regeln? Mit einem Wrestling Beam. Ah, oh, Kung Fu Strahl könnte dem Ding aber auch richtig wehtun, ne? Ah, wofür gehen wir? Ich weiß nicht, ob ein Destiny killt. Ah, wir gehen für den Kopfstrahl. Poison Shit! Ei, 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 Problem. Wir haben ein Problem. Wir haben ein fucking Problem. Gegen dieses Ding gerade. Wir müssen Stalos wiederholen. Wir müssen Stalos wiederholen. Alter, Stalos ist das Einzige, was das Ding schießen kann. Warum geht der für Eisschad? Weil es neutral effektiv ist wegen dem Bodentypen. Alles klar. Stalos ist das einzige Pokémon, was das Ding jetzt noch aus dem Leben kicken kann. Ansonsten sweept der uns. Danke, der Treffer. Das killt. Also sowas große Urgewalt, das killt nicht. Das ist nicht wahr. Das ist jetzt absolut nicht wahr, was da jetzt gerade passiert ist. Ich muss hier meine Top-Beleber rein einsetzen. Es ist unglaublich. Eieieiei. Habe ich irgendeine Prio-Attacke? Habe ich nicht irgendeine Prio-Attacke? Nee, habe ich nicht. Ich habe keine einzige Prio. Warum habe ich meinem Pokémon keine Prio-Attacke beigebracht? Das weiß niemand, ne? Gut, wir nutzen unseren Fodder. Wir leben unseren Freund Stalos wieder. Stalos ist das Einzige, was das Ding aufhalten kann. Ja, nice shot. Du killst, ne? Ja, das war klar. Ich habe so eine Panik vor dir, Kollege.
Ah, Pyro, Sumpex. Ah, da. Sumpex ist stärker, ne? Ah, ich will Sumpex noch behalten. Wir opfern Pyroleo. Ich muss Stalos voll bekommen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Hier, Kumu-Milch. Gönn sie dir. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt solche Probleme macht, Poison Jab. Das killt. Ah, das ist ein plus 5 Sneepuna. Und ich bin selber schuld. Ich bin wirklich selber schuld, dass ich das zugelassen habe. So, Stalos. Du hast Bock, habe ich gehört. Du hast richtig Bock. Du überlebst den Night Slash, bitte. Das hast du gerade auch. Dick. So. Wir haben die Runde safe. Du bist Todes-Nibuna. Punkt aus Ende. Habe ich ja gar keine Lust drauf. Oi. Ich glaube, das war noch nicht mal das stärkste Pokémon, ne? Bishop. Bishop. Oh oh. Ja, wir sind schon raus. Ich glaube, das ist, wenn ich richtig liege. Ich wusste es, ein Zesorio. Ha. Dafür haben wir den Hammerarm. Das trifft wieder vierfach effektiv, ne? Nur mal auf so. Hammerarm, wir sind schneller. Nimm das Ding raus, bitte. Danke. Zesorio down. Gut. Sie hat noch ein Pokémon. Was wird es sein? Amboyan. Nein, die hat nicht Nachthara. Oh Gott. Auf 65. Ihr stärkstes Pokémon. Fucking Nachthara. Hammer. Das tut auch in Sumpex weh. Ah, oh, das war ein Crit. Flinch. Natürlich kommt der Flinch. Der Hammer muss raus, denn Nachthara ist sehr, sehr bulky und Stalos wird da nicht durchkommen. Ja, wir sehen gerade, wie bulky das Ding ist. Was habe ich gegen Nachthara? Was habe ich gegen Nachthara? Ich habe Ninetales eigentlich, ne? Wir müssen. Ja, tut mir leid, Leute, aber ich benutze das, was ich habe. Oder Gewentula für Bugbuzz. Wir holen erstmal Ninetales wieder. Super, du hast auch überlebt. Das heißt, wir können noch mal heilen. Wir können Ninetales Healing machen und so. Heilen auf jeden Fall. So. Vulnona muss das richten. Sie hat kein Trikefalo, wundert mich jetzt ein bisschen. Ich habe ja wirklich mit allem möglichen Scheiß gerechnet. Ich drück mal einen Confuse Way. Einfach so, aus Sicherheit. Toxin. Das Ding hat Toxin. Okay, wir haben Zeitlimit. Es hat Leftovers. Gut, wie viel macht ein Zauberschein auf dir? Das ist sehr effektiv. Stab. Nicht viel. Das macht echt nicht viel. Darkpulse. Das resistieren wir eigentlich. Das resistieren wir ganz gut. Du hast nichts gegen Ninetales, ne? Können nochmal ein Deathling Gleam drücken, auf jeden Fall. Du hast nichts gegen Ninetales da. Du gehst echt auf die Schiene. Wirklich? Ernsthaft? Okay. Da steige ich ein. Ihr könnt jetzt genauso assi sein. Und hier ein Antidot drücken. Ist mir egal. So.
Jetzt heilen wir wieder Winona, wenn du auf Mondschein gehst. Ja. Das Ding ist wieder voll, ne? Nur mal. Das ist. Wie besiege ich dich? Wie? Es kommt kein Toxin mehr? Okay, das heißt, Winona können wir eigentlich relativ. Auf jeden Fall auf zwei Drittel heilen. Ich habe genug Heil-Items dabei. Das ist mir jetzt. Keine Lust, jetzt hier zu verlieren und das nochmal durchzumachen. Ja, das mit Snibunna, ich war wirklich selbst schuld. Weil ich das Ding habe aufpowern lassen. Ich hätte so viel mit Gventula machen können, aber woher sollte ich wissen, dass das Ding Steigerungshieb kann? Ich dachte, es nimmt Gventula jetzt instant raus. Gut, ich drücke nochmal Antidot. Nein, da fummel ich jetzt nicht rum. Hier. Nachtara, vor dem habe ich auch Angst gehabt, weil Nachtara wirklich, wirklich, wirklich bulky ist. Ah, komm, verletz dich selbst. Please. Tu mir einen Gefallen. Danke. Wie besiege ich das Ding? Das hat so viel Def. Und noch Mondschein. Das war eine sehr effektive Zauberstein-Stat von einem Vulnona, Mann. Und das wird wieder so eine Geduldsprobe, ne? Natürlich drückst du Moonlight. Wir müssten mal ein Dingens rausbekommen, Gventula. Und eine Donnerwelle rausbekommen. Dann haben wir eine Chance. Das versuchen wir jetzt auch mal mit Gventula. Belebe auf Gventula. Toxin musst du jetzt mal eben wegstecken. Meint jetzt, ich habe keine Antidots mehr. Wir heilen. Wir heilen Gventula voll. Jetzt gehen wir gleich auf Stalos raus, um Stalos zu opfern, damit Gventula voll und frisch reinkommen kann. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. Boah. Mag's ja echt nicht, Items, so viele Items einzusetzen in so einem wichtigen Kampf, aber dieses Spiel verlangt's einfach. So. Jetzt kommt erstmal eine Thunderwave. Jetzt schneller. Oh ja, das gefällt mir. Dann kommt's. Das dürftest du aber überleben, bitte. Danke. Und jetzt kannst du noch einen Bugbass rausholen. Echo. Oh, das tut dem Ding richtig weh. Oh mein Gott. Gventula gewinnt. Oh, Bugbass, so wichtig gewesen jetzt hier. Ja, haben gewonnen. Oh, nervenaufreibend. Oh mein Gott. Also, Luna, das war wirklich ein harter Kampf. Also der Kampf davor gegen Radomus, der war wirklich easy. Aber das hier, ne? Boah. Alles klar. Oh mein Gott, was ist das für jetzt? Eclipse-Orden, okay.
Pokémon bis Level 70. Finally, ein Geschenk für dich. Darkpool, wir kriegen Darkpools. Hohohoho. Ja. Ah, Guard City. Ja, jetzt geht's dahin. Oh Gott. Supi. It's a station. Okay. I know not the hot dreams. Okay, ich weiß nicht, was die Träume der Stationsguards oder Stationsleute, die da ja, die pennen da ja alle, was das alles zu bedeuten hat, aber okay. Ja. Gut, ich denke mal, Luna hat ein Mittel dafür. Gut, wir gehen. Oh, wir sind ready. Oh Mann. Zack. So, erstmal voll geheilt. Als nächstes. Ich möchte eigentlich jemanden hier Darkpulse beibringen. Welche TM war das? Darkpulse. Kann einer von uns jetzt Darkpulse lernen? Ja. Oh, ganz viele sogar. Status will ich es nicht beibringen. Piroleo vielleicht. Nein, jetzt kann Darkpulse lernen. Ist das sinnig? Ist das sinnig, Ninetales Darkpulse beizubringen? Eigentlich nicht. Piroleo eigentlich auch nicht so. Aber die haben beide einen hohen Spezialangriff. Was hat Piroleo nochmal für Attacken drauf? Ja, Quatsch vergessen lassen. Alles klar, wir haben Darkpulse. Denn hier gibt es noch etwas im Tal, was wir mit Darkpulse erledigen können. Dafür braucht man die Attacke halt. Den Tipp habe ich nicht bekommen. Das war, bevor wir hier verschwinden, das machen. Wieso haben wir hier noch so eine Scherbe? Oder war die schon vorher da? Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall Level Cap 70. Wir schauen uns mal eben kurz den Orden an. Oh, ein sehr schöner Orden. Okay. So was wie eine Mondfinsternis oder so, ne? Oh, Sonnenfinsternis. Schön. So, denn jetzt kommt noch ein bisschen Lauferei. Ja, natürlich kommen wieder Pokémon. Wilde, Encounter. Boah. Der Kampf war wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach. So, jetzt will ich aber noch mal ganz kurz. Und zwar müssen wir... Ja, ich speede mal, sonst schaffen wir es von der Zeit her nicht. Wir müssen nämlich ganz wieder zurück. Ich meine, hier rum war das. Weil wir haben nämlich eine helle Höhle hier gefunden und dafür brauchen wir Darkpulse, weil dort soll irgendwas passieren. Und dort soll man ein Pokémon fangen können, was es nur da gibt. Ich bin sehr gespannt, was es sein wird. Hier rum war richtig, glaube ich, ne? Nein, hier rum war natürlich falsch. Natürlich! Ah! Ja, ich habe eine etwas längere Zeit jetzt erstmal nicht gespielt hier, weil ich noch ein paar andere Sachen zu tun hatte. Deswegen ist mein Gedächtnis gerade nicht mehr allzu frisch. Hier rum. Oh Gott. Ah, wir haben den Orden. Ja, Gott sei Dank. Also, ich bin wirklich happy, dass wir die Hürde überwunden haben.
Das ist nämlich hier oben lang. Genau. Dann hier drücken. Genau, komm mal hier aus. Wir sind auf dem richtigen Weg. Achso. Ich wollte schon sagen, wieso geht's nicht weiter? So. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, einen Kampf Pyroleo nach vorne. Weil wir müssen jetzt gleich Dark Pulse einsetzen. Alles klar. Zeit machen wir normal. Und wir drücken Dark Bolts. Ja, komm. Bitte nicht allzu viele Treffer. Bitte nicht. Drei. Danke. Gut, mal einen Flammenwurf, das überlebst du nicht. Okay, jetzt ist hier dunkel. Ich glaube, hier soll es ein Pokémon geben, was es nur hier in dieser Höhle gibt. Und da haben wir es! Zubiris! Das werden wir, wollen wir uns auf, nämlich auf jeden Fall catchen. Ein Zubiris! Recht, recht cooles Pokémon, auf jeden Fall. Wie begegne ich dich? Ich drücke eine Dark Pulse, das ist nämlich kein Stab. Wird aber im Feld hier verstärkt. Ah. Zabiris hat jetzt nicht die besten Werte. Ja, das war mir klar. Gut, machen wir noch eine Chance. Ich will noch Zabiris fangen und danach den Part eigentlich beenden. Aber noch eins. Sehr schön. Wie viel macht der Destin gegen? Der ist sehr effektiv und ich glaube töten. Wir gehen einfach auf Kokowai raus, die Hidden Power. Kokowai ist nicht so stark mit der Hidden Power. Zumindest kommen die hier, nur noch Zombiris. Das ist schon mal sehr gut. So, hinten. Das dürfte ich aber jetzt überleben. Ja, locker flockig. Vorschlag. Ah, du tust mir weh. Psyshock können wir nicht drücken. Wir drücken noch eine Hidden Power. Flash. Okay. Das sollte reichen. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Bälle. Ne? Eins, zwei, drei. Lass dich doch fangen. Ja, und nochmal. Eins, zwei, drei. Das tötet leider Kokowai. Wie kann ich dich noch schwächen? Ohne dich zu killen. Ha. Gar nicht am besten, ne? Gehen wir raus auf Pyroleo, weil der immunisiert den Shadow Ball von dem. Lass dich fangen. Lass dich bitte, bitte fangen. Jetzt mach keinen Quatsch hier. Bitte. Es macht Quatsch. Gut. Ich werde dich jetzt, ich werde dich jetzt paaren. Danach wirst du gefangen werden tun. Hoffe ich. Du ziehst den Part natürlich wieder richtig in die Länge. Ja. Kleines, mieses Ding, du. Du bist schneller als Grantula. Was geht denn hier ab? Gut, Thunderwave.
Jetzt aber. Jetzt. Great Ball. Jetzt kommt der Catch. Komm. 2, 3. Wir haben noch einen Hyperball, ne? Oh. Der Hyperball muss jetzt fangen. Alle Bälle für dich verballert. Super. Gut. Das war's für den Part. Auf jeden Fall, falls euch der Part gefallen hat und bis hierhin geschaut habt, Daumen hoch wäre sehr schön. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Röntchen. Ciao.